habe heute, oh, meine Stimme möchte heute auf Deutsch sprechen, wie komisch. Ich habe heute ein Gespräch mit einer Frau gehabt, die aus körperlichen Gründen bestimmte Sachen nach ihrer Meinung nicht mehr machen könnte. Und ich hatte das Gespräch vor ein paar Wochen mit ihr und dann habe ich darüber nachgedacht und jetzt bin ich wieder zu ihr zurückgekommen. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, habe ihr gesagt, wissen Sie was Ihr Limiting Belief oder was Ihre Glaubensbegrenzung ist? Ist eigentlich, dass Sie sich nicht vorstellen können, dass Sie wieder Ihren Träumen folgen und irgendwo hingehen, ans Meer, auf die andere Seite der Welt oder auf den Mond oder wie auch immer. Und ja, aber das ist ja auch so. Ja, wenn Sie so glauben, dann muss es auch so sein. Aber Sie dürfen auch wieder zum Träumen anfangen. Ja, aber das Träumen ist like... Dann habe ich gesagt, wie es dazu kommt, dass Ihr Traum in Erfüllung geht, das ist nicht Ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist einfach nur mit dem Ende in Mind. Also mit dem Ende im Kopf träumen. Und das ausschmücken und wie sich's anfühlt und so weiter und so fort. Und was ist, muss sein. Und das war eigentlich die interessante Sache. Und dann hat sie gesagt, ja, aber, weil sie weiß, dass ich irgendwie mit Spiritualität arbeite, dann hat sie gesagt, ja, so viel Vertrauen habe ich gar nicht. Und dann haben sie brauchen kein Vertrauen nicht. Sie müssen einfach nur tun. Einfach nur träumen, spielen, wieder kindlich sein. Und aus der Kindlichkeit, steht in der Bibel, the children, oder den Kindern gehört der Himmel auf Erden. Tja, damit war es nicht Kindern gemeint, sondern die Kindlichkeit. Die Art und Weise, im jetzigen Moment zu leben und sich zu erträumen, dass es jetzt so ist. Also, wie fühlt sich's an, wenn du eine begrenzende Art und Weise öffnest und sagst, okay, wie fühlt sich's an, wenn ich, was weiß ich, auf dem schönsten Strand der Welt, der dort und dort ist, da und da liege und es ist 35 Grad und es fühlt sich so unheimlich warm an und es ist eine Brise, ein bisschen Wind kommt, die einen kühlt und mir wird gerade was zu trinken gereicht und ja, nachher gibt es Essen, geilste Fischplatte und wie auch immer. Aber man muss träumen und aus dem Traum heraus passieren die Möglichkeiten. Weil wie gesagt, was ist, muss sein. Also, lass es sein. Und dann kommt es in den Ist-Zustand. So einfach. Und wie gesagt, ihr braucht nicht glauben. Ihr seid Kinder Gottes, so oder so. Ihr braucht nicht glauben. Aber ihr müsst träumen. Das zumindest. Und dann mehr und mehr wird passiert. Und dann werdet ihr auch im Nachhinein glauben. Oder müsst glauben, weil es passiert ist. Also, wer nicht wagt, der nicht kriegt. Was könnt ihr verlieren, als die paar Minuten, die ihr habt, sinnvoll zu nützen und das vielleicht potenziellst schwerwiegendste auf der Welt machen, wieder zu träumen, euch erlauben, wieder zum Träumen anzufangen. Und dann mal sehen, was passiert. Vielleicht müsst ihr ein bisschen länger träumen, als euch lieb ist, aber weißt du, wie schön träumen ist? Ich meine, als Sexologe kommt man immer wieder in die Seite und die Leute wissen nicht mehr, was ihre Fantasien sind. Sie haben aufgehört zu fantasieren. Wie schade. All diese Saftigkeit in den Fantasien, die da sind. Also ihr habt keine Fantasien. Aber wenn du sie hättest, welche wären es? Ja, aber das ist keine Fantasie nicht. Natürlich ist es eine Fantasie. Es ist auch eine Fantasie, zu fantasieren, wie der Ehemann oder die Ehefrau nach Hause kommt und wie er mich einfach total innig küsst. Das ist auch eine Fantasie. Also träumen. Los geht's. Viel Spaß.